Und damit herzlich willkommen zurück zu Red Metal Cat Grand Theft Auto 3. Und ja, neben mir ist wieder der Andreas da mit dabei. Hallo. Hallo, neben dir. Ja, das du klingt stehst so, quasi, als wären wir im gleichen Raum. Willst du sagen, dass wir das nicht sind? Die Leute das wissen. Naja, es gibt da schon eine gewisse Distanz, aber was soll's, das Internet macht alles möglich. Ja, in diesem Part werden wir endlich Portland verlassen. Ich meine, der ganz rechte Bezirk war Portland. Und der mittlere war Staunton Island und der linke war Shoreside Vale. Das weiß ich, das weiß ich sicher, aber die beiden rechts und in der Mitte weiß ich nicht so genau, ob ich die nicht vertausche. Ja, okay. Ja, das ist jetzt die letzte Mission auf dieser Insel. Und dann müssen wir hier nie wieder, zumindest in den nächsten 3-4 Parts, nicht zurückkehren. obwohl, eigentlich doch, aber gut. Ah, herrlich. Ja, man merkt immer wieder, wie klein die Spielwelt eigentlich ist, wie schnell du immer an den ganzen Punkten bist. Ja. Ach. Ja, guck mal hier, der letzte Job. Ja, ich bin mal gespannt. Ey, Moment, den Spruch, den er gerade gesagt hat, klingt so, als wäre das eine Pulp Fiction-Anspielung. Ich glaube, das ist eine Pulp Fiction-Anspielung. Also wundern, wo jemand würde es mich nicht. Wo sie jemanden überzeugen wollen und dann haben sie ihm aus Versehen ein Loch in den Kopf geschossen. Ja. Das könnte durchaus sein, ne? Ja. Ja. Es wäre zumindest mal eine Abwechslung, wenn wir auch mal über richtig gute Filme sprechen, wo wir beide auch sagen würden, die haben was. Ja, ich habe lange nicht alle Tarantino-Filme gesehen, muss ich zugeben. Aber ich habe einige gesehen und die ich gesehen habe, fand ich wirklich gut. Ich habe zu viele gesehen, weil ich fand leider bei weitem nicht alle gut. Ich habe Pulp Fiction gesehen, Jackie Brown habe ich gesehen, den fand ich okay. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Oh, geiler Stunt. Death Proof habe ich gesehen. Ja, natürlich. Ich mache nur geile Stunts. Death Proof habe ich gesehen und ja. Noch irgendeinen. Da was jetzt fällt mir gerade nicht ein. Und ihr seht, wir bekommen eine Pager-Nachricht von Maria, die behauptet, das wäre eine Falle. Glaube ich nicht. Ich glaube, Don Corleone hier, Salvatore Leone, der will schon wirklich, dass ich jetzt hier den einen Wagen sauber mache und dann werde ich ein Mafia-Mitglied. Ja. Ich vertraue ihm da einfach mal blind. Ja klar, was sollst du auch sonst anderes als Videospieler machen? Ja. Ja, was hatten wir eben? Reservoir Dogs habe ich noch gesehen von Quentin Tarantino. Reservoir Dogs, genau, den habe ich gesehen, genau. Ja. Und den fand ich auch großartig. Und Kill Bill habe ich zum Beispiel nicht gesehen, Inglourious Basterds bis heute nicht. Also Kill Bill finde ich saugeil, Inglourious Basterds hat mir nicht wirklich gut gefallen. Und ups. Oh. Oh, hätten wir mal auf Maria gehört. Ja. Ja, so eine Scheiße. Ja, Django habe ich auch noch nicht gesehen, Django Unchained. Den fand ich ganz gut, wobei das Ende ist ein bisschen wieder, ich will es nicht spoilern, deswegen will ich darauf nicht weiter eingehen, aber das Ende ist ein bisschen fragwürdig. Also man stellt sich schon die Frage, hätte der nicht ein bisschen früher enden müssen? Okay. Aber ansonsten, also Django Unchained, absolut sehenswert, Inglourious Basterds, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Weil der wird auch über, also generell, ich finde, Tarantino bekommt immer so ein bisschen zu großen Bonus. Ja, das Schlimme ist, wenn irgendwo Quentin Tarantino draufsteht, dann wird es schon alleine nur wegen dem Namen erstmal gekauft und angeguckt. Und ich weiß nicht, man gibt ihm extrem viel Credits. Ja, ich finde ein bisschen zu viel. Also man darf doch auch mal selbst im Großmaß hier ein bisschen was schlecht reden, oder? Und ja. Wie gesagt, die Filme, die ich gesehen habe, fand ich alle gut bis sehr gut. Und trotzdem denke ich, gibt es da hier und da mal ein paar Kritikpunkte. Die man durchaus auch mal in Erwägung ziehen darf. Und wie gesagt, ich will mir die anderen jetzt noch anschauen. Es gibt ja diese Tarantino XX Collection. Ja. Und das da ist wohl zwar, glaube ich, nicht alles drauf, aber zumindest eine Menge. Na, bis Django Unchained müsste doch alles drauf sein, oder? So wie ich das verstanden habe. Ich hatte mir das letztes Mal angeguckt, aber irgendwas fehlte mir da. Aber da müsste ich jetzt nochmal eine Live-Recherche machen, um das nochmal ganz abzuklären. Aber mir fehlte irgendwas. Warte mal, ich ruf mal einfach kurz das Internet hier auf. Verlasse mich darauf, dass ich jetzt gerade nichts Wichtiges in dem Video verpasse.
Nee, ich fahre jetzt halt zu Maria und dann mache ich die Mission richtig. Okay. Wie heißt denn der gute Mann? Quentin. Zum Glück ist es dir noch eingefallen. Tarantino. Genau, hier die große Box. Gucken wir mal, was steht denn hier alles drin? Ich meine, als ich letztens nachgeguckt habe, war, meine ich, alles müsste drin gewesen sein. Bonus, ja, ja. Wo steht denn hier die Beschreibung? Mein Gott. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Erzähl ruhig einfach irgendwas. Ja, ich warte jetzt darauf, dass du bereit bist. Wir werden jetzt gleich das neue Fahrzeug, das Boot kennenlernen. Und endlich diesen verseuchten Stadtteil verlassen und in den nächsten verseuchten Stadtteil kommen. Ja, ich hab's jetzt hier auch übrigens stehen mittlerweile. Okay, dann sag mir, welcher fehlt. Ich weiß es nämlich nicht. Ich guck gerade. Also Reservoir Dogs ist dabei, Pulp Fiction, Kill Bill 1 und 2, Jackie Brown, Death Proof ist auch dabei, aber zum Beispiel, doch, Inglourious Basterds ist auch dabei. Das heißt, Django Unchained. Ja, bis Django Unchained ist nicht ist alles dabei. Drauf. Was war denn da noch, was mir im Kopf war? Mir fällt es nämlich nicht ein, was da fehlen könnte. Hier, Dings, From Dusk Till Dawn. Da war aber nicht Regisseur. War er nicht Hauptregisseur, er Schauspieler, aber der gewesen. War doch auch mit dabei, oder? Er ist einer der Hauptschauspieler gewesen, ja. Aber es ist halt nicht seine Regie. Aber der hat nichts zur Regie beigetragen, verdammt. Nee, das war Robert Rodriguez, okay. Mit dem er immer gerne zusammenarbeitet. Ja, und endlich sind wir weg. Ach, neuer Stadtteil. Und das ist auch mein Lieblingsstadtteil, muss ich sagen. You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready and you and me. Das Schlimme ist, dass du recht hast. Ja, ich sag doch, also. Ja, yeah. Ja, das Problem ist, mir fällt es manchmal schwer, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Der macht ja auch gerne mal Auftritte hier bei, wie heißt der? Der, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Regisseur. Der auch hier die Mariachi-Filme gemacht hat und... Na, ist das nicht Robert Rodriguez? Ja, genau. Der hatte ich doch vorhin erwähnt. Der hat ja zum Beispiel bei Sin City Regie geführt und als Gegenleistung dafür, dass er, glaube ich, bei Pulp Fiction war das, glaube ich, eine Szene? Also irgendwie haben sie sich einmal so jeweils abgewechselt, dass Tarantino eine Szene für Sin City gemacht hat. Und Robert Rodriguez dafür eine in seinem Film. Ich genau. Weiß jetzt nicht mehr, welche Szene das war. Die arbeiten ja gerne zusammen. Die haben ja auch dieses Grindhouse Double Feature gemacht und solche Sachen. Genau. Ja. Genau. Ja, und also im Gegensatz zu all den anderen GTA-Teilen werden unsere Behausungen nicht besser. Ach Gott. Aber das war's auch schon. Der Quentin Tarantino-Part. Ja. So muss das. Eigentlich ein ganz guter Mann. Die Filme kann man sich angucken. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.